Guten Morgen, liebe Modellbahnfreunde und natürlich alle Fans der großen und kleinen Bahn zum zweiten Tag der Messeberichterstattung hier aus Nürnberg. Und beginnen wir im Hause Fiesmann, Kiebri und Vollmer. Und neben mir sitzt bekanntermaßen Matthias Fiesmann. Der wird uns also gleich in die Neuheiten, die ihr dieses Jahr 2020 vorstellen wollt, einweisen. Ja. Hallo Herr Buttich, auch ich grüße alle Modellbahner, auch in diesem Jahr. Herzlich willkommen hier bei Fiesmann am Stand. Und wir fangen diesmal bei der Neuheitenberichterstattung mit Kiebri an. Ja. Vorneweg, bei Kiebri steht dieses Jahr das 125-jährige Jubiläum ins Haus. Die Firma ist 1895 gegründet worden, hat natürlich eine bewegte Zeit hinter sich. Und wir wollen uns im Laufe des Jahres noch einiges einfallen lassen, um dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Und natürlich entwickeln wir immer wieder neue Ideen, damit diese Historie von Kiebri auch eine Zukunft hat. Also wäre es jetzt von mir zwecklos zu fragen, welche Überraschung ihr euch einfallen lasst, wahrscheinlich. Sie können sich sicher sein, dass einiges kommen wird. Ja. So, da haben wir auch gleich das erste Schaustück aus dem Hause Kiebri. Ja. Und dann kommt ihr mit einem Bahnsteigsystem für das Märklin-C-Gleis. Genau. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass durch die Gleisbettung im Märklin-C-Gleis es schwierig ist, mit einem normalen, herkömmlichen Bahnsteig da dran zu kommen, weil halt eben dieser Abstand durch dieses Schotterbett nicht sehr realitätsnah aussieht. Und wir haben uns einfach jetzt gesagt, ein Bahnsteig, der sich an diese Schräge anpasst. Das heißt, das Schotterbett ist so, der Bahnsteig so und dann ist ein sanfter Übergang, ein sauberer Übergang von dem Waggon, Lokomotive zum Bahnsteig halt eben gegeben. Wir sehen ja auch im Bild, das ist ja auch in der Vorschau jetzt zu sehen, da ist so ein grauer Block zu sehen. Der soll einfach nur das Profil einer Lokomotive oder einem Waggon darstellen, damit man sieht, wie nah man mit dem Bahnsteig an den Waggon drankommen kann. So, und dieses Bahnsteigsystem, ist das jetzt x-beliebig erweiterbar? Das wäre jetzt eigentlich mal so interessant oder ist das nur auf eine... Ja, wie gesagt, wir reden hier von einem Bahnsteig und Bahnsteige können durchaus bis zu einem Meter lang sein, je nachdem, welche Züge der Modellbahner da fahren lässt und natürlich auch mehrfach. Wir beginnen hier mit Modulen, die standardmäßig dabei sind von 2 x 18 cm, also ein Modul hat 36 cm und das ist dann erweiterbar auf zum Beispiel 72 cm und das natürlich auch auf 4 verschiedenen Gleisen oder zwischen den Gleisen die Abstände passen und ich hoffe, dass das die C-Gleis Bahner wahrnehmen. Und, ich nehme sogar an, die werden das sogar sehr interessiert wahrnehmen, weil es ist ja immer so ein bisschen ein Problem, gerade bei Märklin, weil das immer so ein besonderes Gleissystem ist. Ich denke mal, bei den normalen Profilgleisen, ob das jetzt Pico ist oder ob das Tillich ist oder wie auch immer, ist das, glaube ich, nicht das Problem. Ja, genau. Aber es finde ich toll, dass jetzt... Der speziellen Form des C-Gleises gegeben. Ja. Und man kann diese Bahnsteige auch noch nachträglich mit LEDs ausrüsten und damit noch nachträglich beleuchten auch. Mal voraus, dass ihr so weit gedacht habt, das ist ganz klar. So, dann haben wir noch was auf dem Diorama stehen und zwar ein Tanklastzug. Genau. Wir haben letztes Jahr die Aral-Tankstelle vorgestellt, die historische Aral-Tankstelle beleuchtet. Und diesmal haben wir uns einfach überlegt, den Rundhauber von Kiebri, Tanklastzug und Tampon bedruckt, dazu zu stellen. Passend dazu gibt es von Fiesmann dann auch noch ein beleuchtetes Aral-Schild, das zeigen wir dann später nochmal. Aber das passt halt eben zu dieser Produktfamilie dazu. Also so gesehen, also wenn ihr was für Kiebri überlegt zu machen, dann denkt ihr auch weiter und sagt, also aus der Produktgruppe können wir das dann zu noch zu ergänzen. Ja, also ganz genau. Bekommt, für uns ist es eine große Produktfamilie, die sich hervorragend ergänzt. Die technischen Produkte von Fiesmann und halt eben die Gebäudemodelle, Fahrzeugmodelle von Kiebri, beziehungsweise auch von Vollmer. Und wo wir dann was miteinander kombinieren können oder miteinander verheiraten können, dann machen wir das natürlich auch. Clever gedacht, dann sehe ich einen wunderschönen Bagger auch da stehen und da sind auch noch Reserveschaufeln daneben. Ja, das ist die Schweizer Firma Serser, das ist eine Wiederauflage, aber diesmal halt eben auch nicht mit Haftetiketten, die wir üblicherweise verwenden, sondern ebenfalls schon werkseitig Tampon bedruckt, die Schweizer Firma Serser. Mhm. So, dann werden wir ja eigentlich schon, was das... Kiebri Neuheiten 2020 durch? Ja, wir haben noch das Schwedenhaus auch nochmal in Blau gemacht. Wir haben zwei Einfamilienhäuser für die Spur N-Bahner, ein Haus mit Rieddach und damit noch einfach ein paar Häuser vorgestellt. So, die blenden wir jetzt ein. Genau. Moment.
müssen also ein bisschen Wechsel machen hier. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, dass natürlich alle Häuser mit der Fissmann-Haus-Innenbeleuchtung ausgestattet werden können. Sie ist werksmäßig nicht dabei, aber wenn jemand Interesse daran hat, die Schlosserei Negli, da kann man sich das Schweißlicht zu kaufen und kann damit das Produkt erweitern. Also ich denke mal, ihr hattet ja auch in den vergangenen Jahren auch immer diese einzelnen Fenster. Also die genau, Stufen, richtig. Die kann man auch genauso sein. Auf jeden Fall. Passt also auch. Genau. Passt, da gibt es vier verschiedene Größen und eine der vier Größen passt in der Regel immer auf eine Fenstergröße. Das muss man ausprobieren. Und, und die Häuser, die ihr hier sozusagen vorstellt, sind die also von dem Original abgeguckt oder? Das können wir nicht jedes Mal sagen, weil wir, wie gesagt, erst seit 10 Jahren ja, der Herr über Kypri sind und die Häuser dann teilweise schon die Form etwas älter sind. Aber es ist eigentlich so, man hat sich eine Region in Deutschland ausgeguckt, Norden, Westen, und hat dann halt eben geschaut, welche Häuser gibt es denn, und hat dann einen allgemeinen Typ daraus entwickelt, der insgesamt passt, wo man sagt, das hat einen Wiedererkennungswert, ja, mit dem Haustyp kann ich mich identifizieren, das ist ein Arbeiterhaus im Ruhrpott oder das ist im Norden ein Haus, ein nordisches Haus. Auf alle Fälle denke ich mal, ist das ein tolles Angebot auch an die Modellbahner, die sich an exotische Modellbahnanlagen rantrauen mittlerweile, weil auch das Modellbahnangebot ist ja auch in der Richtung angesiedelt. Ich denke da an norwegische Hersteller, die also typisch norwegische Lokomotiven bringen. Das sind natürlich diese Schwedenhäuser oder Schwedenhäuser, sage ich mal so ganz. Wir haben auch viele Alpenhäuser im Programm, je nachdem, wer halt eben was bauen möchte. Es gibt ja auch Kunden, die sagen, ich fahre so gerne in die Berge, ich baue mir jetzt ein Alpendiorama, und dann haben wir auch die passenden Häuser im Angebot dazu. Also da denkt er sozusagen auch weiter, und das finde ich auch gut, dass es so ist. Genau. Und es wäre jetzt auch, wie gesagt, Holze Busch getragen, sage ich mal, das nicht zu tun, denn ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ja so übergreifend verschiedene Dinge immer wieder... Also Kypri war ursprünglich ein süddeutscher Hersteller. Natürlich sind sehr, sehr viele Gebäude aus dieser Region um Baden-Württemberg herum. Aber man hat sich dann im Laufe der Jahre geöffnet und hat dann halt eben auch Häuser aus dem Norden, um Hamburg herum, und dann die Küstenhäuser, aber auch, wie gesagt, im Ruhrpott. Was ein bisschen fehlt, ist halt eben TT. Das ist aber der Historie geschuldet. So. Dann haben wir natürlich noch eine kleine Palette hier aus dem Hause Vollmer. Ja, auch bei Vollmer haben wir nur sehr, sehr wenige Neuheiten in diesem Jahr. Es ist jetzt eine kleine für einen Köff, ein kleiner Lokschuppen. Das ist was ganz Niedliches. Genau, also, Süßes. Da warten natürlich die Leute wahrscheinlich auch drauf, die dann so einen kleinen... Und noch einen Blumenladen in Spur N für die N-Bahner, damit wir die nicht zu sehr vernachlässigen. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir auch für die N-Bahner was im Programm haben. Das ist richtig, es ist schwer, immer was zu finden. Auch für die Z-Bahner ist es sehr, sehr schwierig. Wir versuchen uns immer wieder was auszudenken. Aber der Grund, und jetzt komme ich zu dem, warum wir so wenig Neuheiten in diesem Jahr vorstellen, ist eins unserer Highlights. Und da möchte ich auch meinen Vater mit einbinden, denn wir haben dieses Jahr zu präsentieren unsere erste Eigenkonstruktion einer Lokomotive, wenn Sie so möchten. Der Unimat von der Firma Plaster und Theurer. Das ist ja das Highlight eigentlich. Darauf werden wir dann nämlich natürlich gleich noch etwas näher eingehen. Wir haben aber jetzt neben diesen Modellen der Spurweite N, beziehungsweise ja, N ist das, ja. Ja. Jetzt noch was anzubieten, nämlich diesen beschrankten Bahnübergang, und dann haben wir nochmal die beleuchteten Schilder mit dank LED-Technik ja auch richtig realistisch aussehen können. Also wir hatten in der Vergangenheit schon ein Postschild und auch ein Lottoschild, und in diesem Jahr ist es ein Apothekenschild, das man beliebig an jede Wand dran machen kann. Wir haben unwahrscheinlich viele Apothekengebäude, gibt es auch von anderen Wettbewerbern. Das spielt hierbei keine Rolle, sondern man kann dieses Schild nachträglich an jedes Gebäude nachrüsten. Ja. Ein kleines Highlight ist ja auch dieser beschrankte Bahnübergang, der auch richtig, wenn die Schranken sich senken, dieses Glockengeräusch. Der Bahnübergang schließt eine Lücke, EBIT 80. Passend dazu haben wir schon die Andreaskreuze vorgestellt. Und dieser Bahnübergang kann auch mit unserem Soundmodul Artikel Nummer 5556 betrieben werden. Da ist der Sound für den Bahnübergang schon dran. Unterscheidet sich ein bisschen zum beschrankten Bahnübergang, weil der Schrankenbaum ein anderer ist und auch die Glocke fehlt. Wichtig ist, dass man auch sieht, dass es realistisch runtergeht. Also ja, die langsame Bewegung ist ja Standard bei uns. Und auch in diesem Modell natürlich durch zwei separat betriebene Antriebe und digital und analog steuerbar im digital Märklin-Motorola-Format als auch DCC. Ja, dann sind wir ja eigentlich vom Prinzip her, was 2020 an Neuheiten kommt, durch. Ja.
Und dann wollen wir eigentlich die Hauptneuheit vorstellen. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ganz spannend. Ich würde vorschlagen, wir spielen erstmal den Trailer ein dazu. Gut. Ja, lieber Wieland, wir hatten ja nur angekündigt, dass du uns die Hauptneuheit vorstellst dieses Jahr. Und das ist der Unimart. Das ist eigentlich eine große Überraschung, das Fahrzeug. So muss man das sehen, ja. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Nachdem wir den Stopfexpress ja schon seit Jahren hatten, war eine Übernahme von Kipri, wo wir den Bausatz zum Funktionsmodell gemacht haben. Und jetzt haben wir das Angebot bekommen von Blasser und Theurer. Die haben einen ganz modernen, eine Stopfmaschine gebaut, Unimart heißt das jetzt, seit 2 Jahren ungefähr, mit einem super schönen Design, voll elektrifiziert, CO2 verbessert, Lärmschutz ist verbessert worden. Und wir hatten die Anfrage, weil Blasser und Theurer brauchte Werbemodelle dafür, und gesagt, könnt ihr das machen? Ihr habt den Stopfexpress so schön hinbekommen, ihr bekommt auch bestimmt den Unimart sehr gut auf die Reihe. Haben wir das angenommen, wir waren in Wien gewesen, haben den Unimart vermessen, haben den fotografiert, haben sogar... Ein schönes Bild, da muss ich mal unterbrechen, von dem Unimart, wo du ganz stolz davor stehst. Ja. Es muss ja eine beeindruckende Maschine sein. Dieses Fahrzeug, da sehen wir das mal, das Bild. Okay. Ja, so fing es eigentlich an. Ja. So, dann habt ihr das vermessen. Wie bist du da vorgegangen? Im Zollstock oder wie habt ihr das gemacht? Nein, natürlich nicht. Wir haben freundlicherweise die 3D-Daten vom Original bekommen, von Blasser und Theurer, sodass der Christian Kopp, der das Teil konstruiert hat, auch eine Originalvorlage hatte, 3D. Es muss natürlich runterskaliert sein. Es muss natürlich runterskaliert werden. Wir haben das dann vermessen. Wir haben in Pockersdorf, das ist in der Nähe von Wien, haben wir die Originalmaschine zu Gesicht bekommen, wo die auch gebaut wird. Hier sieht man sie sehr schön im Modell, das ist noch ein 3D-Modell. Wir haben aber mittlerweile auch 90% der Formen fertiggestellt. Die Elektronik ist im ersten Design fertig, sodass wir jetzt im Februar die verheiraten können. Die Hardware. Hallo Christian. So, wir haben jetzt gerade noch einen Gesprächsgast dazu bekommen. Ja. Der wird dann noch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber wir lassen uns deswegen jetzt nicht unterbrechen, sondern sagen erst noch mal von den technischen Ausstattungen Highlights was dazu. Ja. Wir hatten also gesagt, er ist also technisch ausgestattet, hochwertig. Ja, weil die neue Entwicklung von Blasser und Theurer ist, wie gesagt, voll elektrifiziert. Ja. Auch die Antriebsaggregate sind elektrisch. Ja. Oder elektrohydraulisch. Mhm. Und der Dieselmotor, der drin ist, ist nur dann notwendig, wenn eben keine Oberleitung da ist, wenn eben der Dieselmotor den Strom erzeugen muss. Aber ansonsten voll elektrisch. Ein super schönes Design. Und die Entwicklung jetzt nachzuahmen im Modell hat wirklich Spaß gemacht.
Ich habe mir auch mal, wie gesagt, vorher schon mal darüber informiert im Internet. Man sieht es ja auch. Das Ding ist ja auch furchtbar schnell. Da kann ich auch ganz alleine fahren, ganz autark. Das macht ja auch dieses Fahrzeug sicherlich sehr interessant für die große Eisenbahn, für die Bahnbaubetriebe, denke ich mal. Ja, sicherlich. Der hat 100 km/h maximale Geschwindigkeit. Mhm. Wenn er von Baustelle zu Baustelle fährt, versetzen nennt man das in der Fachsprache. Aber im Arbeitsmodus fährt er natürlich nur 3 Stundenkilometer. Und die Riesenherausforderung war die, das Fahrzeug ist ja lang, sehr groß. Wir dachten, wir kämen zuerst mit einem Motor, Antriebsmotor, klar. Haben aber dann bei den Fahrversuchen im 3D-Druck, im Dummy, feststellen müssen, nee, wenn der nur geschoben wird und nur gezogen wird, das geht schief. Ne? Also brauchen wir 2 Motoren, 2 angetriebene Drehgestelle vorne und hinten. Und diese beiden Antriebsaggregate zu synchronisieren, ist erstmal die Aufgabe, dass der eine schiebt, der andere bremst, dass die synchron laufen. Die nächste Herausforderung ist, dass im Arbeitsmodus, kennt ja die Funktion vom Stopfexpress, dass der mit 3 km/h langsam über die Schiene fährt und der Schlitten mit der Stopfeinheit bleibt ja stehen über der Schwelle. Die Meißel tauchen ein, vibrieren, fahren wieder hoch, währenddem die Maschine oben langsam drüber fährt. Dann fahren die Meißel raus, der Schlitten fährt nach vorne, taucht wieder ein, wieder währenddem. Und so müssen wir die 3 Motoren, die 2 Antriebsmotoren, den Schlittenmotor synchronisieren, dass der Schlitten wirklich stehen bleibt über der Schwelle. Und der Elektromagnet, der die Meißel von oben runterfährt und zwischen den Schwellen vibriert, muss ja auch synchron dazu laufen. Und als 5. Komponente noch der Sound. Weil die Meißel machen ja einen riesen Lärm, wenn die vibrieren im Schotter, sodass eben auch der Sound synchron dazu laufen muss. Fahrgeräusch, Stopfgeräusch und die Motoren. Und das war schon für uns erstmal eine riesen Herausforderung, bevor der Christian dann die Aufgabe. Wir müssen auch dazu sagen, diese Maschine, kann ich bitte mal das nochmal eingespielt haben, die Stopfmaschine, über die wir sprechen hier. Danke. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, das Ding hat ja auch ein Gewicht. Oh ja, weil so ein langes Teil, zweiteiliges Teil, wenn das gerade bei den Kreuzungsweichen und so weiter sauber drüber laufen muss, braucht ein gewisses Eigengewicht. Und hier haben wir das ausgetestet, auch an Dummies. Wir sind da mittlerweile bei fast 800 Gramm, nur Ballastgewichten. Also nichts für Lasercut-Brücken? Das haben wir noch nicht ausprobiert, aber es könnte knapp werden. Könnte klappen, ja. Ja, ansonsten, ja, würde ich möchte sagen, ich jetzt den Christian mal bitten. An den Mann weiter, der so die Hand angelegt hat. Genau, der Vater des Modells. Der Vater des Modells sozusagen konstruiert hat. Ja. Wie schwer ist das eigentlich, sowas zu konstruieren? Gut, es gehört natürlich viel Erfahrung grundsätzlich dazu. Man sollte sowas schon mal gemacht haben. Schwer ist es eigentlich nicht, wenn man weiß, wie es geht, sage ich mal. Ich habe Formenbauer gelernt und wusste im Prinzip von der Pike auf, wie man diese Kunststoffteile konstruiert, entwickelt. Von dem her, für mich war es jetzt nicht so schwer. Es war eine Herausforderung, von der Technik natürlich. Riesenfahrzeug, 4 Drehgestelle, viel Gewicht. War eine Herausforderung, aber nicht unglaublich schwer. Wie lange ist das braucht ein Geheimnis, wenn ich verrate, dass du bei LGB gelernt hast? Nein, das ist kein Geheimnis. Okay. Ich habe hier in Nürnberg bei LGB im Formenbau in der Saganer Straße noch gelernt. Ja. Und mir wurde die Modellbahn sozusagen in die Wiege gelegt. Also, ich will auch mal so sagen, es ist ja auch wichtig, wenn man Leute um sich herum hat, die wissen, was sie tun in so einer Geschichte. Und wie lange hast du denn dran gesessen, jetzt sage ich mal von der Entwicklung her, dieses Teil so fertig zu machen, bis es auf der Schiene stand? Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal mit einrechnet, die Recherche, die Gespräche mit Blasser und Theurer, den Besuch in Wien zum Vermessen des Fahrzeugs, bis dann am Schluss tatsächlich die Formen gebaut werden konnten, waren es bestimmt 300-400 Stunden, hätte ich jetzt gesagt, ja. Also ganz genaue Zahl kann ich nicht sagen, 300-400 Stunden. Aber also ich mache es ab in der Regel so, wenn wir kalkulieren, Entwicklungskosten für das Modell selbst, für die Elektronik, dann nehme ich immer Faktor 2 dazu. Ja, ich glaube, da tun sich auch viele Baustellen auf, die man vorher wahrscheinlich noch gar nicht geahnt hat. Es ist auf alle Fälle, denke ich, liebe Zuschauer, ein ganz tolles Teil eigentlich. Aber
Wir kannten es ja schon von den Vorproduktionen von dir, dass der Robel zum Beispiel mit und ohne Antrieb gibt. Wäre die Frage, kann man da was dranhängen? Ja, natürlich. Der hat auch eine sehr, durch das Gewicht auch und die starken Motoren, die synchronisiert sind, auch eine sehr starke Zugkraft, sodass wir ohne weiteres, obwohl der Unimat ja eigentlich nichts zieht, der fährt nur für sich alleine, aber der fährt alleine schon Steigung mit 6%. Und man kann bei 4% Steigung auch noch Anhänger dranhängen, bis zu 600 Gramm, was schon dann eben 4-5 Anhänger entspricht. Ich habe jetzt eine kleine Frage im Hinterkopf. Die kommt ja meistens von den Modellbahnen. Gibt es das Ding auch antriebslos? Ja, wir machen das auch für 4 Kibri jetzt erstmal als Bausatz. Mhm. Wobei das eben 4 Kibri auch eine völlig neue Art von Bausätzen ist, weil man ist es ja von Kibri gewöhnt. Das sind Kunststoffteile, die noch mit Stickern beklebt werden. Manchmal sind sie bei uns jetzt auch schon Tampon bedruckt. Ne? Mhm. Aber das Modell hier ist wirklich zum Stecken und zum Clipsen, sodass da ganz wenig geklebt werden muss. Das ist was Neues für den Kibri-Fan. Und der hat auch eine viel höhere Wertigkeit, weil eben das Modell lackiert ist, das Gehäuse ist lackiert, das wird Tampon gedruckt geliefert, da muss man keine Sticker mehr aufkleben und es hat auch durch das Originalfahrgestell vom Funktionsmodell das Gewicht, die Zinkdruckusteile, die Fahrgestelle, Metallräder, sodass dann auch, dass das wirklich auch dann auf der Anlage fahren kann, also geschoben werden kann. Es gibt ja auch ein Video, wo man sieht, dass diese Maschine auch unheimliches Gewicht ziehen kann. Das kommt ja noch dazu. Also er ist ja auch sehr kräftig, die Motoren. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Weil das gibt auch unsere Antriebstechnik her. Wir sind seit Jahren eigentlich auch bekannt dafür, dass wir Motoren sehr gut steuern können, dass wir die Kraft aus den Motoren auch bei geringen Drehzahlen herauskitzeln können durch elektronische Feinheiten. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und das wirkt sich auch bei dem Pantographenheber aus. Wir haben es zum Beispiel auch schon geschafft, dass wir Lokomotiven für Partnerfirmen von uns 4 Pantographen gleichzeitig auf und ab heben können mit einem kleinen Motor. Das sind Kleinstgetriebe drin mit Modul 02 und Sie stellen vielleicht fest oder merken jetzt, ich bin begeistert von solcher Technik. Ihr seid einfach irre, muss ich sagen, wenn ich das so sehe. Ja. Du sprachst, dass man, wenn man das Modell selber zusammenbauen möchte, zu klipsen ist. Das ist auf deinem Mist gewachsen. Ja, absolut. Ich, durch mein Lernen bei LGB komme ich natürlich aus der Großserienfertigung und weiß auch, wie man Modelle so bauen kann, dass sie in der Großserienfertigung auch wirtschaftlich zu fertigen sind. Den Vorteil hat der Kunde jetzt natürlich, er kann das Modell ja sehr einfach zusammenstecken, weil es dafür gebaut ist, sehr einfach produziert werden zu können. Wir werden auch mit Sicherheit einige Teile vorgefertigt haben, komplizierte Sachen wie der Stopfmeißel oder solche Sachen. Da werden wir dem Kunden etwas unter die Arme greifen, dass es nicht ganz so kompliziert ist. Ja, das ist leider so, weil je mehr die Modelle mit LEDs, mit Elektronik, mit feinsten Lackdrähtchen ausgestattet sind, desto mehr braucht man Vorrichtungen zur Montage. Und jetzt auch zum Beispiel unser Kiosk für ein Kibri oder der Busbahnhof Haller von Kibri, der hat dann schon so viel Elektronik drin, dass das eigentlich kein richtiger Bausatz mehr ist. Da muss man schon dem Kunden den Gefallen tun, zumindest das, was Elektronik ist, so weit vorzumontieren, dass er es nachher nicht mehr machen kann oder machen muss. Ist einfach so. Ist einfach so. Ja, liebe Freunde von X-Train24, welche Kamera ist meine? Muss ich mal gucken. Die da ist meine. Sie können natürlich diese Fahrzeuge, dieses Fahrzeug, was wir jetzt besprochen haben, beziehungsweise die anderen Sachen aus dem Hause Fiesmann, natürlich bei uns auf der Homepage bei X-Train24 bestellen, beziehungsweise wir haben ja speziell für die Messe eine Landingpage gemacht, wo Sie diese Artikel finden werden, die wir jetzt besprochen haben. Und wenn Sie diese Artikel kaufen und einen gewissen Warenwert eingekauft haben, sichern Sie sich noch gleichzeitig einen Einkaufsgutschein für Ihren nächsten Einkauf. Und ich hoffe und ich wünsche mir auch, dass dieses Fahrzeug ganz besonders bei Ihnen ankommt. Denn beim Wieland ist es angekommen und beim Konstrukteur auch. Wir haben noch was vergessen. Und zwar, viele Leute fragen natürlich nach dem Dreileitermodell. Weil wir haben ja nur das Zweileitermodell im Programm. Und das Dreileitermodell ist in Kooperation für Märklin in Vorbereitung.
Also, liebe Märklinisten, jetzt spreche ich Sie ganz persönlich an. Das wollen wir Ihnen natürlich nicht unterschlagen, das ist ganz klar. Das ist ja auch bekannt, dass du hast den Robel ja schon gemeinsam mit Märklin gemacht. Offiziell mit Märklin so abgestimmt, dass wir das schon verraten dürfen, dass dieses Modell auch von Märklin kommen wird. In Kooperation ist natürlich technische Abstimmung mit MFX, mit den Märklin-Elektroniken, muss man einiges tun, aber das ist eine Vorbereitung. Und deswegen haben wir das gestern, als wir bei McLean waren, Ihnen nicht vorgestellt. Wir wollten natürlich dem Wieland sozusagen die Gelegenheit geben, das für Sie, liebe McLeanisten, sozusagen ganz speziell mit anzubieten. Also, Sie können auch bei uns dieses Modell für Ihr Dreileitersystem erwerben. Dankeschön. Das war korrekt. Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden, bei dir ganz besonders, lieber Wieland, dass du uns diese Sache vorgestellt hast. Mit viel Begeisterung, gerne, mit viel Herzblut. Ja. Und auch Spaß. Es macht auch Spaß. Modellbahn macht sowieso Spaß. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Ja. Und viel Erfolg vor allen Dingen. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder nachher beim norwegischen Modellbahnhersteller NMJ. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Frank Puttig.